Hey ho, meine lieben Bürschlein und Weiblein, und willkommen zurück zu Let's Play Metroid Prime 2 Echoes. In der letzten Folge mussten wir kurz vor einem atmosphärischen Zusammentreffen noch ein bisschen aufhören, aber hier hat man uns den Zugang quasi verwehrt. Wir mussten ganz viel vorlesen. Oh, Fark, die vergesse ich doch jedes Mal. Verdammt, und da schieße ich doch jedes Mal dran vorbei und genau die treffen, die ihn eigentlich nicht so richtig treffen könnten, sollten, würden, hätten. So, da ist was Blaues. Das scannen wir mal. Strukturelle Analyse abgeschlossen. Konstruktion der Gitterabdeckung hält extrem starken Winden stand. Beschuss ist wirkungslos. Es muss ein alternativer Zugang zum Steuerbereich gefunden werden. Ich frage mich ja, was die meinen. Ich habe keine Ahnung. Größere Risse ermittelt. Bereich durch den Verfall des enthaltenen Schwefelsteins entscheidend geschwächt. Das bedeutet, wir können keine Bombe benutzen. Ich demonstriere es mal. Pow, 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 obwohl sie mächtige Explosionskräfte bewirken. Geht nicht. Aber mit einer Rakete, die gut gegen Schwefelgesocks ist, können wir das Ganze mitnehmen. Ich frage mich jetzt gerade, was diese große gelbe, da oben am Helm, das große gelbe Ding sein soll. Das weiß ich gerade selber nicht. Injektor 8 hat mich gefragt. Bernd, was war denn das für ein komisches Gedönse? Nicht das hier, was so seltsam aussieht, sondern auch nicht das hier, was auch seltsam aussieht, sondern was anderes. Es handelt sich um einen gängigen Kelium-Energiereaktor, der von den Weltraumpiraten zur Energiegewinnung aus Fasern modifiziert wurde. Abschirmung liegt bei 220% und ist stabil. Das ist gut, weil das, was da unten rumsteht und irgendwie die Strahlen kreuzt, kommt mir nicht so ganz geheuer vor. Doch wer könnte es sein? Es ist das einzig wahre hässliche Fernmassagegerät. Es ist die dunkle Samus. Wird es jetzt etwa schon zum Showdown kommen? Die will bestimmt nur schaukeln. Und ist erbost, dass die Kabel unten im Weg sind. Ich liebe diese Szene. Der Showdown zwischen zwei Legenden, wovon einer eine richtige ist und die andere nur eine Nachahmung. Und es ist nicht so geändert worden wie bei Star Wars. Samus hätte nicht zuerst geschossen. Weil, upsi, ich sollte zuerst schießen. Gegen Boss Time, der dunklen Samus. Neuer Eintrag, bla. Morphologie dunkle Samus, von Fasern lebendes Wesen. Kraftvolle Angriffe aus der Distanz. Schild aus Fasernenergie schirmt Angriffe sämtlicher Waffen ab. Angriff ist nur bei inaktiven Abschirmungsfeld möglich. Unmittelbare Nähe sollte gemieden werden. Das Scheiße an dem Kampf ist... Oh, es funktioniert. Ich kann sie mit Raketen beschießen. Yay, yeah, zumindest. Scheibenkleister, Mann, die ist wirklich flott. So, komm schon, Rakete. Na, okay, habt ihr das gesehen? Das macht sie nämlich normalerweise, dass sie sich vor Raketen abschirmt. Aber vor Beam-Technologie-Waffen. Oh, cool. Ich wusste noch nicht, dass ich den Angriff damit unterbinden kann. Yeah. Aber ich kann mich auch decken. Verdammt, warum lässt du es nicht zu, dunkle Samus? Das ist, ein wenig interessant. Cool. Sie ist weg. Da ist sie. Und wenn sie nahe kommt, macht sie den Kasper-Kram und schädigt mich ganz fürchterlich. Und nun tritt sie in die Phase 2 ein. Ich wurde auch gefragt, wer ist die dunkle Samus? Ich werde es nochmal sagen. Die dunkle Samus ist im Grunde entstanden in Metroid Prime 1 am Ende. Mit dem ganzen... Oh oh. Jetzt benutze ihr Fark. Ich hänge fest. Ihren mächtigen Popo. Brr. Verdammt, ich bin zu schlecht für diese Phase. Oh mein Gott! Wie soll ich das denn so anvisieren? Oh cool, ich habe getroffen. Haha, und du nicht. Hör auf, verdammt, was soll ich denn tun? Ich bin nicht so schnell wie du. Außerdem schieße ich die ganze Zeit durch dich durch. Ich gehe immer gern nach vorne. Tauts! Ich meine, Kapauf! Mutz die scheiß Rakete! So. Ah! Strategisch ungünstig. Ha, getroffen. Volltreffer. Falk. Verdammt. Bin ich wieder zu langsam gewesen. So, volle Breitseite. Keine Gnade. Yay. Und da ist sie besiegt. Sie geht auf die Knie. Gib ihr den Rest. Mach sie fertig. Oh. Taschenblinker-Alarm. Ich meine, egal. Da wollte sie zu sehr im Dunkeln lesen. Da sind ihr die Augenpupillen explodiert.
Bei Westproduktion kommt die Energie immer aus den Augen. Auch die Cartoon-Bösewichte haben immer aus den Augen geschossen und nicht aus den Händen. Wahnsinn, wie schnell das geht. Die dunkle Samus ist nicht mehr. Die Bedrohung von ihrer Seite aus wurde im Keim erstickt. Bevor sie noch mehr vom Phasom nuckeln konnte und noch stärker wird. So, doch bevor wir weitermachen, scannen wir erstmal den Krams da. Element Phason, flüchtiges Erz mit mutagenen Eigenschaften. Genaue Herkunft von Phason, unbekannt. Erste Entdeckung des Elements auf dem Planeten Talon 4. Von Weltraumpiraten zur Herstellung enormer Energiemengen verwendet. Talon 4 ist der Planet, den man in Metroid Prime 1 besteigt. Mehr oder weniger. Und wo man dem Phason das erste Mal begegnet und es das erste Mal auftaucht. Jedenfalls, was ich sagen wollte, die dunkle Samus ist dadurch geboren worden, dass Samus in Metroid Prime 1 einen neuen Anzug zum Ende bekommen hat, nach ihrem Kampf gegen den Omega-Piraten, nämlich den Phason-Suit, und im Endkampf mit Metroid Prime einen vom Phason-Erz modifizierten Metroid, wurde der Suit von Metroid Prime während seines Todeskampfes absorbiert. Was man allerdings erst dann feststellt, wenn man 100% an Items im Spiel gefunden hat, weil man ansonsten die Sequenz nicht sieht, wo sich Metroid Prime in der Form von Dark Samus aus seinen eigenen Überresten quasi nochmal erhebt. Und dann taucht es quasi hier auf. Und was ist das denn? Ein Block Zement? Der Dark Beam! Yay! Unser nächstes Major Upgrade. Eine neue Beamwaffe. Unsere Schusskraft wurde aufs höchste Maß, fast höchste, auf ein hohes Maß potenziert. Yay! Gibt es darin denn irgendeinen Haken? Das wird es wohl nicht, oder? Doch. Wir kriegen Storyboards. Nein, das meine ich nicht. Es sind nur MP2-Storyboards. Nein. Es ist... Moment, jetzt muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Ihr seht es vielleicht auf der rechten Seite. Das ist das allererste und das einzige Mal, dass Beamwaffen in einem Metroid-Spiel Munition verbrauchen. Das erste und einzige Mal. Es stieß auf Kritik und da ich ein Messi bin, benutze ich sie meistens nicht. Und deswegen habe ich in meinem ersten Durchgang ewig gebraucht, um bestimmte Gegner zu erledigen. So, jetzt kommen wir an den Dingern quasi vorbei, weil sie aufmachen können. Und wir gelangen durch diese Türen hin. Shit, hindurch. Endlich, yay. Und dann wurde ich gefragt, ich weiß nicht mehr, wer es war, ZPM 3 Atlantis, ich bin mir nicht mehr sicher, aber was sind Metroids? Metroids sind Organismen, die auf ihr Habitat quasi auf dem Planeten SR388 haben. Und ich stelle schon gerade wieder fest, dass ich keine Ahnung habe, wo ich jetzt lang muss. Ich glaube, es war da entlang. Und dort quasi leben. Sie wurden dort von den Weltraumpiraten, meine ich, entdeckt. Und wurden dann mit Experimenten bedacht, weil sie gedacht haben, ey, die Viecher kann ich doch benutzen, um sie als Waffe zu gebrauchen und gegen die Galaktische Föderation anzutreten, gegen die ich eigentlich viel zu schwach bin, oder wir viel zu schwach sind. Und haben die dann mitgenommen zum Planeten Cebes, zumindest mehrere. Morphologie Piratgrenadier, auf Kampfrüstführung mit Granaten spezialisierter Weltraumpirat, Granatenstark so zum Beispiel. Leistungsfähige Granatenwerfer machen diesen Gegner auf Entfernung gefährlich, schwach im Nahkampf. Ich allerdings auch. Scheiße, immer noch einer irgendwo. Und ich weiß nicht wo. Und die machen Damage. Sehr viel Damage. Oh, da kommt es geflogen. Und es macht Bums. Verdammt, triff ihn. Na gut, dann mit dem Rakete. Das trifft mich schon wieder. Ah, das habe ich ihn wenigstens mal getroffen. Muss man gleich mal Kisten aufmachen. Und die Viecher sind eben in ihrer Larvenform, nenne ich es jetzt mal, wenn sie das erste Mal aus dem Ei geschlüpft sind, sehen sie so aus, wie sie eigentlich immer dargestellt werden in Metroid-Spielen. Diese komischen, glibberartigen, fliegenden Quallen, die anstatt Tentakel haben sie Zähnchen. Sage ich jetzt mal. Und sie hocken sich auf ihre Opfer und ziehen ihnen die Energie aus dem Leib. Gab's hier nicht noch irgendwo? Ah, Kiste! Gut, sehr, sehr gut. Allerdings. Durch die Umgebungsradiologie auf dem Planeten SR388 mutieren sie ganz fürchterlich. Und denen begegnet man dann in ihren mutierten Formen im Grunde erst in Metroid Prime 2, Metroid 2, Return of Samus für den Gameboy. Also für den Ur-Gameboy, wo man auf den Planeten SR388 reist und dort alle Metroids töten muss.
Und das spielt dann offensichtlich vor, nach diesem Spiel hier. Das hier spielt nach Metroid 1, wo man auf den Planeten Cebes eingebrochen ist, um dort quasi die Regentschaft von Mother Brain oder die Statthalterschaft von Mother Brain auszuschalten und die Bedrohung durch die Metroids dann, die ja von den Seiten der Weltraumpiraten her stattfindet, quasi auszulöschen. Aber das klappt dann noch nicht so ganz, aber das passiert chronologisch erst nach Metroid Prime. Nämlich in Super Metroid! Und ja, ganz vielen Dank an Petthrower, der mich darauf hingewiesen hat, dass es hier diesen Missile-Container noch gegeben hat, den ich völlig übersehen habe. Ich habe das Gebiet hier nur zwei oder dreimal durchgespielt, also was heißt vorgespielt. Einmal vor ein bisschen längerer Zeit, da habe ich diesen Missile-Container gefunden. Und dann einmal kurz vor der Aufnahme, da habe ich dann gedacht, ich muss schnell durch dieses scheiß Labyrinth durch. Und da wir jetzt den Dark Beam haben, kommen wir endlich durch diese Scheiße durch. Also durch die Türen und können das Portal öffnen und kommen hier an der Seite auf den dunklen Äther wieder aus. Objekt weist vielfache Panzerungsschäden auf. Körper wurde der lokalen Atmosphäre ausgesetzt. Der daraus resultierende Schock hat zu mehrfachen Organversagen und schließlich zum Tod geführt. Bioscan abgeschlossen. Rückgrat des Objektes wurde durch Aufprall mit hoher Geschwindigkeit zertrümmert. Durch die Attacke wurde das Objekt schwer entstellt und geschwächt. Die folgenden Attacken haben schließlich zum Tod geführt. Aber es ist Zeit, lebende Kiste zu öffnen. Lebende Kiste, danke. Lebende Kiste. Was interessant ist, mit dem Dark Beam kann ich das hier verschließen. Das ist jetzt eigentlich scheiße, aber ich kann scannen! Fremdtechnologie, entladenes Leuchtfeuer, schützendes Lichtenergiefeld, deaktiviert. Wenn Leuchtfeuer von dunkler Energie umschlossen werden, sind sie für einen begrenzten Zeitraum funktionsuntüchtig. Mithilfe von heller Energie lässt sich das Feuer von der dunklen Energie befreien. Weg damit, Scheiße, weg damit, ich mach das Ding auf! Danke, ich will noch nicht krepieren. Dazu bin ich mir dann noch zu schade. Lebende Kiste! Kaputt machen. Wenn ich jetzt ein todbringender Mann, wenn ich jetzt die ganzen Ding-Caches hier aufmache. Ah, seht ihr, da hinten wurde schon von einem Gegner auch ein anderes Leuchtfeuerkristallchen quasi mit Black Lady Energie gefüttert und das kann ich auch nochmal scannen. Entladener Kristall, schützendes Lichtenergiefeld deaktiviert. Wenn Kristalle von dunkler Energie umschlossen werden, sind sie für einen begrenzten Zeitraum funktionsuntüchtig. Das hatten wir gerade eigentlich schon mal. Und deswegen mache ich das Ding jetzt an! Yay! Ah, da ist auch schon der böse, böse Unhold, der das Ganze hier fabriziert hat, weil sie... Wenn sie sich in den Lichtbereich begeben, also die wirklich auch als Innenwolken hier rumschwirren, die man dann auch treffen kann, wenn man richtig trifft. Oh, neue Gegner. Kriegen sie auch Schaden, wenn sie sich hier drin befinden. Dunkler Preet, von Finsterling besessener, gaserfüllter Cyborg. Warum baut man gaserfüllte Cyborgs? Furzsimulatoren. Finsterling steigert Widerstandskraft des Objekts. Zerstörung der Außenhülle setzt hochgiftige Wolke frei. Das kriege ich auch hin, wenn man... Dazu muss ich allerdings nicht sterben, sondern gewisse Sachen essen. So, das Ding ist weg. Ich kann es gerade nicht kaputt machen. Dann scannen wir das hier mal kurz. Dieses Standbild verbirgt eine luminotische Vorrichtung. Äußere Hülle der Statue besteht aus Schwefelstein. Eine Detonation könnte zu ihrer Beschädigung oder Zerstörung führen. Schwefelstein, wissen wir jetzt. Rakete! Und da hinten liegt auch noch irgendwas, was mal irgendwann gestorben ist. Bioscan abgeschlossen. Objekt wurde offenbar von einer eigenen Streitkraft eliminiert. Anzeichen eines parasitären Befalls. Vorhanden. Objekt hat möglicherweise gegen seinen Willen eine eigene Truppe attackiert. Achtet mal jetzt, das hat INJAK08 gefragt. Ja genau, hier auf der rechten Seite dieses Ausrufezeichen. Das hier ist für den Phason-Überreste. Das ist ein Gefahrenquell, weil ich dadurch Schaden kriege, wenn ich es berühre. Und dann steigt diese Anzeige. Das hatte INJAK08 fein erkannt. Und, deswegen sage ich es nochmal für alle, weil das für mich mehr oder weniger eine offensichtliche Sache ist und ich immer noch nicht begreifen kann, dass ihr derartig wenig von diesem tollen Spiel kennt oder von dieser tollen Spielereihe. So, das Ding machen wir jetzt erstmal kaputt, wenn ich es denn mal treffe. So, das ist der Todesfurz im Kampfe mit dem Überleben. Ich gehe mal ganz kurz nach hier, mach die Kisten noch kaputt. Schade, keine Energie. Und das da vorne ist, wenn ihr aufgepasst habt, hui. Ein Schlüssel, den wir uns elegant mitnehmen würden, wenn ich nicht andauernd durchlaufen würde, obwohl wir an und für sich da jetzt quasi zweimal durchgelaufen sind. Habe ich sogar schon berührt. Aber Samus muss anorexisch geprägt sein, weil sie... Ui, ein dicker Krümel.
Weil sie offensichtlich so dünn wie ein Strich ist, wenn sie das Feuer nicht einpacken kann. Nein, 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 oh, ich hasse dieses Waffen-Umsetzungs-Dings-Auswahl-Menü. Ich weiß es nicht, ich mag es nicht. Das war auch in der Gamecube-Fassung. Das ist auch das Einzige, weswegen ich sie, oder der einzige Punkt, wo ich sie besser finde. Ach du Scheiße! Ist... Wupsi, hatten wir den schon, oder ist das eine neue? Okay, den hatten wir schon. Der blinkt grün. Was grün blinkt? Ah, kam nicht in Pokémon in irgendeiner Vision vor. Glaube ich, oder gab es mal grün? Es gibt auch diese Urban... Das war doch eine Urban Legend, oder? Irgendwie, es gibt noch eine grüne Version, die aber eigentlich die blaue ist, weil grün und blau in Japan das gleiche Wort hat. Wo ist der Scheißvieh? Wo ist es? Darkbeam gegen die Dinger weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, ob besser ist. Ich meine, es macht jetzt erstmal vom... Nee. Was zum Teufel ist denn da los? Das kommt mir gerade komisch vor. Es tut mir leid. Ich habe gerade keine Ahnung, ob was das gewesen ist. Das ist mir noch nie passiert. So, es ist so, endlich ist diese Scheißvieh-Menüer. So, nehmen wir das hier auch nochmal mit. Objekt erlitt Befall durch Parasiten, als es zum Herzversagen kam. Der massive Schock für das Biosystem führte zum Tod des Objekts sowie des Parasiten. Armer Parasit. Ich muss allerdings gestehen, Petthrower, ich hätte jetzt gerade nicht gedacht, dass ich noch an dieses Dings rankomme, an den Container. Ich habe gedacht, ich müsste dazu aus dem von der anderen Seite her kommen. Also von dem Gang, wo wir als Ball durchgekommen sind. Und ich wusste nicht, ob wir da jetzt nochmal durchkommen. So, Tentakel, Tentakel, Tentype! Oh, cool. Ach ja, stimmt. Das Portal. Aber das funktioniert auch nicht. Die ist nicht entwickelt, das Scheißteil. Also muss ich weiter hier durch die dunkle Grütze laufen. Brustpanzer des Objekts wurde durch mehrere energiereiche Treffer beschädigt und danach von einer scharfen Waffe durchbohrt. Objekt verendete infolgedessen. Arme Sau. Von einer scharfen Waffe durchbohrt werden. Lieber von einer scharfen Frau durchbohrt werden. Obwohl, das könnte wehtun, je nachdem. Wie? Oh, scheiße. Nein, nicht, oder? Moment. Ich krieg Munition, indem ich, Dinger kaputt mache. Habe ich die jetzt gerade gekriegt? Aber ich muss gerade auch ein bisschen aufpassen. Nein, keine Munition gekriegt, weil normalerweise ist der Munitionsrückgewinnungsvorgang ein kleines bisschen anders. Aber dazu komme ich später nochmal drauf zurück. Yay! Was? Das hat doch fast getroffen. Armselige Schützin. Oh, wir sind an einem weiteren Speicherpunkt. Doch wie zum... Moment. Objekt hat eine Reihe schwerer Verbrennungen, die durch Faserbestrahlung verursacht wurden. Schockwirkung dieser Verwundungen hat zum Tod geführt. Sonst noch irgendwas? Wenn sonst doch jemand rausrücken, wie er krepiert ist. Brustpanzer aus des Objekts wurde mehrere energiereiche Treffer beschädigt und danach von einer scharfen Waffe durchbohrt. Das kommt mir bekannt vor. Copy-Paste! Achtung, Fasernkisten! Dann nehmen wir Abstand, bevor wir sie kaputt machen und gucken, ob was drin gewesen ist. Nein, werde ich auch nicht gewollt. Doch wie kommen wir wieder zurück ins Licht? Das erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play. Metroid Prime 2, Echoes. Bis dann, The Dolphin. Ciao.